Jo, einen schönen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Heute ist ja Freitag. Ja, und ich dachte ja, es gibt ja jetzt mal wieder was Schönes. Es ist ja wieder Wochenende. Und besser gesagt, wir alle haben das gehofft. Bei Dark Orbit ist es halt ja manchmal so, dass es ein doppelter Gate-Belohnungs-Shit-Wochenende, also ein doppeltes Wochenende gibt, beziehungsweise besondere Galaxy-Gate-Belohnungen. Und man sieht ja, Wochenende der besonderen Galaxy-Gate-Belohnungen. Also bis Sonntag gibt es wieder die besonderen Dinger. Dafür gibt es dann einen L4-Laser. Im Delta-Gate, im Epsilon gibt es den Sammelknüller mit diesen Drohnen. Im Kuiper-Gate gibt es das Goal-Überraschungspaket. Das ist natürlich Mist, weil das Gate lohnt sich absolut nicht aufzustellen. Und das Lambda, da gibt es halt die anderen Drohnen-Dinger. Ja, und hier ist es erstmal erklärt. Also das L4-Paket besteht halt aus einem L4 oder halt 10.000 X4. 10.000 X4 ist natürlich ein bisschen wasted. Ein L4 wäre natürlich schon geiler. So, Spitzendrohnen-Design, das wäre dann. Wo steht denn das? Steht gar nicht dabei. Das ist auch schön. Sehr erklärt, aber steht nicht mit bei. Das wäre dann Havok und Go und Sammelknüller, Mirage und Chimera. Das sieht er ja hier, was hier so steht. Das sind die speziellen Drohnen und das Überraschungspaket ist das mit dem Peacemaker, Surgeon und Co-Design. Ja, jetzt gibt es natürlich ein Problem. Und zwar, es gibt keinen Rabatt. Ne? Die Galaxy Gates kosten 70 Uri. Darum lohnt es sich noch weniger, es aufzustellen. Normalerweise beim Gate-Rabatt 50, 55 Uri. Allerhöchstens 60. Aber nein, es sind 70. Also das ist das Normale, was man vom Rabatt sonst auch hat. Und es lohnt sich meines Erachtens gar nicht, das zu machen. Im Beta bin ich auch hier bei Welle 20 und 40. Da komme ich jetzt gerade rum. Naja. Was soll's? Habe ich mir denn so gedacht. Aber was soll's? Sage ich auch nochmal so. Jo, wo bin ich denn eigentlich? Ach so, okay. Ich bin gerade am Piratenquests machen. Na, sieh an. Und Update habe ich auch nicht. Habe ich doch gerade. Ach so, ja. Hatte ich mir gerade geschickt. Das Problem ist allerdings, nicht nochmal auf Skylab gedrückt, um das zu aktualisieren. Weil ich brauche das ja. Das Kram. Ohne Update gehe ich nicht aus dem Haus. So. Schön Seproben aufs Schild. Ein bisschen Promerium auf die Laser. Auf den Antrieb. Auf die Laser, genau. Laser sowieso geboostet mit Prom. Da ist das Pad. Es gibt eine Aktualisieren oder. Ach nee. Clear-Funktion jetzt. Ne? Das ist aber schön. Das freut mich aber. So, was brauche ich eigentlich? Mal Schutzmodus. Ich habe vergessen, das Kami reinzubauen in der Konfi. Ein Annihilator. Okay. Ich brauche alles. Halt. Arni. Und heute ist Zeus-Tag übrigens noch. Da ich trotzdem so recht wenig. Wo, wie soll ich sagen, Kisten hier gerade sehe, werde ich einfach alles einsammeln, was ich habe. Ich habe noch 35 Keys, die werde ich jetzt versammeln, wenn ich Glück habe, die 10. Drohne kriegen. Oder wenn ich Pech habe, die 10. Drohne kriegen, weil ich habe keinen Havok für diese Drohne. Und dann müsste ich erstmal wieder am Zeta rumschrauben. Wäre dann halt so, müsste ich dann halt machen. So. Ach, Aegis ist schon was Schönes. Eieiei. Die sind ja gemein. Die Viecher, die ärgern einen. Ja, hier. Muss ja nicht sein, sowas. Ich könnte auch die Bohrer nehmen, aber das muss auch nicht sein. Dann würde ich nämlich verdammt viel Schild bzw. auch HP verlieren, die ich eigentlich sonst hätte. Und wozu mache ich das, ja? Wozu verliere ich freiwillig Schild? Ist doch Schwachsinn. Mache ich das lieber so? In der Gruppe geht das zwar schneller und einfacher, Piratenquests zu machen. Ich erinnere mich an DE7, wo es noch richtig schön abging. Was will er denn? Komm. Das war richtig schön. Auf DE7. Und bei hier jetzt gerade keinen. Wie soll ich sagen, niemand da aus meinem Clan oder so, die sind gerade alle noch am Schlafen. Es ist ja auch erst, naja, es ist ziemlich früh, um es mal so zu sagen, am Morgen.
Wer arbeiten muss, muss halt auch irgendwann aufstehen, ja. Ist halt so. True Story und so. Wir mal gucken, ob irgendwas in unserem Clan online ist. Nö. Wer ist denn deine Uroma, Alter? Das frage ich jedes Mal. Wer ist das? Oh, dicke Laser. Ja, bin ich auch auf dem Weg hin. Mir fehlt jetzt noch ein bisschen Seprom und dann bin ich mit meiner Schilddichte durch und dann brauche ich nie wieder 5000 Seprom abwarten. Glücklicherweise. Ich hatte halt gehofft, dass Doppler ist. Ist halt kein Doppler gewesen bisher. Das ärgert mich so ein bisschen. Bilder halten. Und goldene Piratenbeute. Müller halten. Die war nicht mal golden. Gruppe Jet. Hallo. Ach ja. Ah, na, dann Konfi habe ich's drin, das ist aber schön. Goldene Piratenbeute, die grünen, es wird eingesammelt. You have earned some shit. Du hast Müll erhalten. Das meine ich hier, wie man gerade sieht, ja. Wenn man einen findet, mit dem man Gruppe machen kann, sollte man das gerne tun. Sind nicht alle so eklig gesinnt wie die RSA-Typen von gestern. Denn gestern hatten wir hier Helden oben, die dann hier zu dritt standen und uns genervt haben. Weil die unbedingt meinten, wir sind cool und ballern irgendwelche Leute weg, die hier Piratenquests machen wollen. Dass sie nicht cool sind, haben sie dabei nicht gemerkt. Dass sie genervt haben, wussten sie wahrscheinlich. Aber dass sie nicht cool sind, haben sie nicht gemerkt. Ja, also. Ich bin in dem, wie soll ich sagen, so aufgewachsen, hier bei Dark Orbit aufgewachsen, damals auf DE2, dass es auf den Piraten-Maps so ist, dass man sich nicht gegenseitig abschießt. Ja, und da halte ich mich halt auch noch dran. Ich meine, wer mich abschießt, wird auch abgeschossen. Soweit ich das hinkriege. Aber es muss halt nicht sein, dass man extra hier zum Beispiel am Gate campt oder hier an der Base und dann meint, ja, auf jeden Fall, das ist klein, die machen wir kaputt. So wie die Krieger, ja, die uns erklärt werden wegen unseren kleinen Spielern. Das ist so ein Schwachsinn. Lass die Kleinen noch ein bisschen in Ruhe. Nein, wir erklären lieber gleich Krieg. Da haben wir ein gutes Beispiel. Fliege ich mal kurz hoch zur Base, zeige euch mal den Kriegsclan, der uns angegriffen hat. Besser gesagt, Kriegspartner. Kann ja schon mal. Ups, nie auf Gutscheine. Habe ich nicht. Klatsch. Hat jemand von euch einen Gutschein für mich? Ich nehme gerne einen. Es lädt. So. Und zwar Diplomatie. Wir sind 45 Leute jetzt. Noch 5 Platz. So, hier überall Kriege. Hier. IE, VU-Clan, Schwachsinn. FHEG, keine Ahnung, was das für Lappen sind. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. La Familia ist mir scheißegal. Und Alianza Latina. Hier, 9 Tage Krieg. Sonst würde stehen, dass wir Krieg geholt haben. Haben wir nicht. Die haben Krieg erklärt. Wenn das da, wie soll ich sagen, in den Infos stehen würde, hätten wir den erklärt. Haben wir nicht. Hier. Haben wir nicht. Wir haben keine Kriege erklärt. So. Hele. Jetzt gucken wir uns diesen Clan noch einfach mal an. Wenn es lädt, gucken wir uns den natürlich an. So. 22 Leute. Clan Rang 441. Irgendwas auf Spanisch oder sonst was. Aber einfach mal 22 Mann. Also wirklich die Hälfte von uns. Und einfach mal 441. Clan Rang. Irgendwelche Halbstarken, die gedacht haben, ey, da ist ein Kleiner, dem erklären wir mal Krieg. Ja? 24D, die sind schon nicht so. Denkste.
Wenn es um unsere Kleinen geht und auch wenn es um uns so geht, um das Größere dann. Sagen wir mal so. Einfach Nicht mit uns. Oder jedenfalls sage ich das jetzt so von mir heraus. Verarschen lassen wir uns nicht. Immer nie nötig. Hör mal, mein Kamipad hier rein. Der verreckt mir hier noch fast, der Typ. Ja gut, ich sehe auch hier Annihilatoren und Co. Ist mein Schildrepp wieder fertig? Und jetzt geht er mit Bohrer auf den Annihilator. Junge, warte doch auf mich! Annihilator töten. Klatsch. Schade. Aber hier oben lohnt es sich, wie es aussieht, auch wenn die goldene Piratenbeute hier oben grün ist. So, dann war es das jetzt erstmal von mir, für euch, weil ich muss nämlich jetzt zur Arbeit. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und dann auch ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall bin ich jetzt raus. Bis dann und ich hoffe auf Rabatt.